Unser 129, bei dem wir Sie zum Tag der Küche einladen wollen. Am kommenden Samstag, den 24. September. In der Werkstatt können Sie die Fertigung von Möbeln und Küchen aus dem Massivholz der Region begutachten und in unserer Ausstellung die neuesten Küchen mit uns testen. Für Menschen, die sich für Sous-Vide-Garn interessieren, haben wir nicht nur den ersten Prototyp eines Einbauthermalisierers zum Testen bereit, sondern auch das erste Tier aus der zweiten Generation der schwäbisch-hallischen Weideschweine aus Lieritzhofen. Von unserem Schulfreund Thomas Schwab, der Ihnen alle Geheimnisse der verantwortungsvollen Tierhaltung verrät. Zum Kochen haben sich wieder einige Küchenkunden angemeldet und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie sich auch anmelden, aber natürlich auch, wenn Sie einfach nur spontan vorbeischauen. Mit unserer Praktikantin Emilia haben wir Fotos vom super anschmiegsamen Leder auf unseren Relaxsesseln gemacht, die Sie noch bis Jahresende besonders günstig haben können. Und dabei haben wir dann erstaunliche Parallelen entdeckt. Ein fast vierminütiges Interview auf Bayern 2 durften wir mit Bildern hinterlegen. So kam ein sehr informatives Video über unser Handwerk heraus, nach dessen goldenen Boden wir zwar noch suchen, das uns aber auf jeden Fall auch so schon viel Freude macht. Wir haben uns auch gefreut, dass Nina Brunner jetzt schon 15 Jahre bei uns ist und dass erstmals seit 21 Jahren unser Kalender schon im Oktober rauskommt, weil wir in diesem Jahr nicht auf die Konsumenten gehen, sie dafür aber unbedingt zum Tag des Schreiners vom 4. bis zum 6. November einladen wollen. Am Freitagabend liest der Nachhaltigkeitspapst Ulrich Grober aus seinem neuen Buch »Der leise Atem der Zukunft« über den Aufstieg nachhaltiger Werte und das Ganze wird kulinarisch eingerahmt von Diana Bürkel, der Spitzenköchin aus dem Nürnberger Wirtshaus. Wir freuen uns, wenn Sie uns am Tag der Küche besuchen. Am kommenden Samstag, den 24. September zwischen 10 und 17 Uhr, sind wir für Sie da. Bis bald!